Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Jack Tripper oder Worst Jack Tripper und ja, wir müssen hier Gasleck lösen, meine Tasche zu kommen, mit dem Typ gegeben, damit wir mehr über den Verdächtigen rausfinden. Die Tasche ist ziemlich schwer und wurde fest zwischen die Rohre geklemmt. Es wird einige Anstrengungen erfordern, sie herauszuziehen und ist nicht ganz ungefährlich. Ich muss die Leitung reparieren, bevor ich die Tasche herausziehe. Oh nein. Es fließt nicht genug Gas, der Druck ist zu niedrig. Das Gas kann aus dieser Öffnung entweichen. Es fließt nicht genug Gas. Ja. Es fließt nicht genug Gas. Es fließt nicht genug Gas. Der Druck. Es fließt nicht genug Gas. Der Druck. Es fließt nicht genug Gas. Der Druck ist zu niedrig. Das Gas kann aus dieser. Fließt nicht genug Gas, der Druck. Ja, und jetzt? Es fließt nicht genug Gas. Fließt nicht genug Gas. I don't understand. Mal wieder. Was das Spiel von mir will. So, jetzt fest. Die Tasche ist ziemlich schwer und wurde. Elementar. Ah. Wenn du wieder auf Null drehen, klar. Die Tasche. Sie ist sehr schwer und wenn man sie schüttelt, ist ein metallenes Klappern zu hören. Ich habe ihm versprochen, nicht hineinzuschauen. Wahrscheinlich ist das auch nicht nötig. Sie dürfte voller Tafelsilber sein. Ah ja. Hier ist immer noch Gas. Wenn ich mir dieses Kätzchen so anschaue, wird es nicht mehr lange leben, falls es hier bleibt. Auf ins Wespennest. Auf ins Wespennest. Lass mal das Kätzchen eingesteckt, kein Problem. Ich brauche etwas. Ja, die Tasche. Ich werde diesem Schurken Bluto das wertvolle Diebesgut nicht aushändigen. Die Tasche kann er haben, aber mit anderem Inhalt. Ha. Etwas, das genauso viel wiegt. Voller Blechgeschirr macht die Tasche das gleiche Geräusch und wiegt ungefähr so viel wie vorher mit dem Tafelsilber. Naja. Geben Sie mir die Tasche. Haben Sie reingeschaut? Ich habe Ihnen mein Wort gegeben, aber Sie bekommen sie erst, wenn Sie mir sagen, wo Squibby steckt. Na schön. Dieser arme Idiot wurde neulich von den Bullen festgenommen.
Ich weiß nicht warum, aber irgendjemand hat behauptet, dass er der Whitechapel-Mörder sei. Danach war ihm eine hysterische Menschenmenge auf den Fersen. Plötzlich sind die Bullen aufgetaucht, haben ihn sich geschnappt und eingesperrt. In der Polizeistation dieses Viertels? Kann sein. Oder auch nicht. Aber wenn Sie oder der Arzt mit ihm reden, sagen Sie ihm, dass ich die Kajak-Sache als erledigt ansehe, wenn er den Yankee verpfeift. Er weiß, was ich meine. Und jetzt geben Sie mir die Tasche. Das klingt alles ein bisschen diffus. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Tasche hergebe. Hey, nicht auf diese Tour, Schwachkopf. Her mit der Tasche, wenn Sie nicht mit einem Messer im Rücken enden wollen, verstanden? Hier, nehmen Sie sie. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Um ehrlich zu sein, wie ungehobelt von Ihnen. Ich sollte verschwinden und besser nicht dabei sein, wenn er die Tasche aufmacht. Ich kann nicht einfach in die Polizeistation schlendern und fragen, ob Squeeby dort einsitzt. Die Minuten zu gehen, damit ich mit dem Gefangenen sprechen kann. So, da muss ich kurz einen Schnitt machen, weil das Spiel ist einfach ausgetappt. Wie machen wir das jetzt mit der Katze? Ich kann nicht einfach in die Polizeistation schlendern und fragen, ob Squeeby dort einsitzt. Muss jetzt anders ausfallen lassen. Na, mein Süßer, wie wäre es mit einem kleinen Abenteuer? Vielleicht ein andermal, Ma'am. Eigentlich würde ich gerne wissen, ob ein Kerl namens Squibby zufällig in dieser Polizeistation ist und wie viele Polizisten dort sind. Eine Auskunft also? Ja, aber Zeit ist Geld, weißt du. Hier ein paar Guineen. Also, was ist mit Squibby? Ich sage dir alles, was ich weiß, Schätzchen. Nichts. Ich weiß nicht, ob Squibby da drin ist. Und es ist mir auch egal. Mir flüstern die Bullen keine süßen Worte ins Ohr. So wie den Mädchen in den schönen Lokalen. Und jetzt verschwinde, bevor ich wütend werde. Hey, wenn du etwas für eine vornehme Lady wie mich zu bieten hast, fällt mir vielleicht etwas ein. Ich komme wieder. Das tun sie alle. Hier, die Katze. Mädchen in den schönen Lokalen. Was für ein Monster. Danny muss Etablissements wie das von Madame Bella gemeint haben, das auch Watson erwähnt hat. Und die Katze. Bist du immer noch hier, Süß? Ich komme wieder. Das tun sie. Lieber dich, dann drückt die noch. So. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Den Messer in der Hand. Gute Idee. Guten Abend, Lucy. Erinnern Sie sich an mich? Mr. Holmes, kommen Sie rein. Sie sind merkwürdig gekleidet. Was führt Sie hier in diese Gegend? Ich bin gekommen, weil ich wissen will, ob eine Ihrer Kolleginnen oder sogar Sie selbst mit Polizisten aus der hiesigen Polizeistation Umgang haben. Einige Polizisten gehören zu unseren Gästen, das stimmt. Aber Bella kann Ihnen dazu sicher mehr sagen als ich. Gut, schönen Abend noch. Sie sind ein Freund von Dr. Watson? In der Tat. Ein feiner Kerl, Ihr Dr. Watson. Er hat mir bei einer kniffligen Angelegenheit mit einem Kunden geholfen. Diesen Flegel haben wir eine Lehre erteilt. Danach ist er nach Frankreich abgehauen, hat aber eines meiner besten Mädchen mitgenommen. Naja. Wenigstens bin ich hier ewiges Geschnatter los. Sie brauchen Informationen über die Polizei, richtig? Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Die in Frage kommenden Mädchen haben zu tun. Und ich habe auch überhaupt keine Zeit. Was raubt Ihnen so viel Zeit? Ein Kunde hat mit einer Kiste Parfümfläschchen bezahlt. Das macht er dauernd und hält mich damit ungemein auf. Er hat gesagt, diese Parfüms seien der letzte Schrei und kämen geradewegs aus Paris. Kaum habe ich am ersten Fläschchen gerochen, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Vielleicht sind einige gute Parfüms dabei, aber ich muss herausfinden, welche, damit sich meine hübschen Mädchen nicht ihre Haut ruinieren. Madame, ich werde mich darum kümmern und Ihnen sagen, welche Fläschchen Parfüm beinhalten, wenn Sie mir die Kiste für eine Weile überlassen.
Als Gegenleistung würde ich gerne mehr über Squibby wissen. Ja, ich kenne ihn. Abgemacht, Mr. Holmes. Ich gebe Ihnen die Kiste. Ich brauche ein Buch, um Madame Bellas Parfüms zu analysieren. Ich glaube, der Buchladen in der Glenworth Street, unweit der Baker Street, hat erst vor kurzem wieder eröffnet. Vielleicht werde ich dort fündig. Der gute Barnes, wir kennen ihn. Crazy geworden, nachdem wir ihm das Buch gegeben haben, das sie aber davor spielt. Ist er noch ganz, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sind Sie der neue Buchhändler hier in der Gegend? Ja, mein Name ist Barnes und Sie sind einer meiner ersten Kunden. Willkommen. Was genau suchen Sie? Ich bin auf der Suche nach einem Buch, das mir bei der Bestimmung von Parfüms weiterhelfen kann. Ein Buch über die Pflanzenwelt und deren Weiterverarbeitung zum Beispiel. Da würde ich die Enzyklopädie Spartaca über Pflanzen empfehlen. Es handelt sich dabei um das umfangreichste Werk auf diesem Gebiet und ist daher eine Referenz. Gut, ich nehme das Buch. Ja, es ist nur so, dass... ich weiß nicht, wo es ist. Können Sie glauben, dass mein Vorgänger die Bücher nach Einkaufsjahr sortiert hat? Heutzutage bevorzugt man eine thematische Klassifizierung. Wie auch immer, ich kümmere mich darum. Oder suchen Sie vielleicht ein Werk über die Geschichte der walisischen Buchbindekunst? Das fasziniert mich sehr. Und ich bin bereits stolzer Besitzer zahlreicher Bücher zu diesem Thema. Ohne Zweifel eine äußerst spannende Thematik. Aber ich brauche das andere Buch, Spartaca, und zwar möglichst schnell. Also gut, ich versuche herauszufinden, in welchem Jahr diese Enzyklopädie gekauft wurde, Mr. Holmes, Sherlock Holmes. Ach, fantastisch, da kommen Sie ja wie gerufen. Können Sie vielleicht versuchen, die fehlenden Jahresschildchen anzubringen? Dann verlieren Sie nicht so viel Zeit. Fehlende Jahresschildchen? Ja, diese Kleinigkeit hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Jahreszahlen wurden auf Schildchen geschrieben, die anschließend seitlich an die Regale angebracht wurden. Jedes Regal enthält Bücher eines Einkaufsjahrs. Sie werden sehen, dass es keine genaue Anordnung gibt und einige Schildchen fehlen. Ich habe neue Schildchen beschriftet, aber weiß nicht, wo sie hingehören. Sie liegen auf dem Ladentisch. Gibt es weitere Details, die ich wissen sollte? Der Vorbesitzer hat seit der Eröffnung des Ladens im Jahre 1864 jedes zweite Jahr ein neues Schildchen angebracht. Das letzte Schildchen dieses Jahr, also 1888. Er hat eine Notiz bezüglich seiner Klassifizierungsmethodik hinterlassen. Aber ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube vielmehr, er war ein bisschen verrückt. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Und weiter geht's. Die Jahreszahlen, sei ich auf dem Regal, müssen verschiedene Endziffern haben. Bald würden die Schildchen wie Jahr 1866 und 1886 im selben Regal am Heiligen Journal erfüllen. Und eben, müssen die Quersummen der Jahreszahlen, die im Regal angebracht werden, in die gleiche Richtung zeigen, voneinander unterscheiden. Haben drei Regale, wobei in zwei Regalen vier Schildchen angebracht werden müssen, in einem fünf. Warum sortiert man denn so seine Bücher, ey? Ich muss alle Schildchen wieder am richtigen... So, Mr. Barnes, die Schildchen sind auf den richtigen Bücherregalen. Das sollte Ihnen die Klassifizierung erleichtern. Haben Sie mein Buch inzwischen gefunden? Da habe ich ja wirklich Glück gehabt, dass Sie gekommen sind. Ja, es wurde im Jahr 1882 gekauft. Ich suche es im Regal, vielen Dank. Ich empfehle Ihnen, Ihre Bücher schnell zu sortieren. Für gewöhnlich statte ich meinem örtlichen Buchhändler mindestens einmal die Woche einen Besuch ab. Ich kümmere mich darum, Mr. Holmes. Bitte sortiere es mal oben. In diesem Teil ist er dann auch richtig sortiert, aber trotzdem. Mal sehen. Das faszinierende Leben der Sardellen. Memoiren eines staatlichen Buchhalters. Dieses breit gefächerte Sortiment wird mir nur schwerlich weiterhelfen. Toll. So, okay, hier.
Eine musikalische Metapher werden Parfümtiraden von Duftnoten zugeschrieben, die in einem harmonischen Geruchsakkord zusammenklingen. Der Duft der Noten entfaltet sich phasenweise. Es erfolgt die Wahrnehmung der Kopfnote unmittelbar und leitet in die der tieferen Herznoten über, während die Basisnote stufenweise ist, dass der Teil der Duftabfolge wahrgenommen wird. Diese Enzyklopädie über Pflanzen und Gewürze ist genau das, was ich brauche, um diese sogenannten Parfüms zu analysieren. Zurück in die Baker Street. Dafür brauche ich meinen Experimentiertisch. Ich brauche etwas. Ich muss diese Parfüms analysieren. An die Arbeit. Diese Form repräsentiert die Parfümessenz, die ich analysieren muss. Diese Formen repräsentieren die zur Verfügung stehenden Düfte. Und jetzt? Diese Form repräsentiert. Diese Form repräsentiert die Parfümessenz, die ich analysieren muss. Diese Form repräsentiert. Passt, oder? Diese Form repräsentiert. Tausend und eine Nacht. Dieses Parfüm riecht entsetzlich. Okay, check ich das, wir müssen das nachbauen, aber. Diese Form repräsentiert. Diese Form repräsentiert. Ich check's nicht. Hat schon gesagt, dass es so stimmt. Diese Form repräsentiert. Duft gut. Meine Augen stimmt es so. Aber scheinbar nicht.
Nee, ich glaube schon, dass es eins der Dinge ist, die hier so... Na, also das Startding hier. Könnte es natürlich auch noch sein. Das hatte ich vorhin auch. So. Das ist es doch. Warum ist denn das nicht? Ich check's nicht. Das passt ja nicht. Tauschen? Ausgezeichnet. Ach so. Jetzt der nächste Schritt. So, jetzt das Gedönse. Das sieht ja wie komisch aus, wenn es wirklich damit anfängt jetzt. Ich muss ein bisschen durchtesten. Zweimal Klauenöl. Hat auch keinen Sinn. Nee, das macht doch alles keinen Sinn. Zurücksetzen. Das war schon richtig, der Start. Macht sonst keinen Sinn. So. Bin ich mir sicher. Elementar. Ah, jetzt haben wir es. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Was ein Akt. Ich muss dem Bordell einen Besuch ab. Nervt mich, dass er das mehr doppelt sagen muss. Sind Sie zu einem Schluss gekommen? Ich habe die Fläschchen in gute und schlechte Parfüms aufgeteilt. Aber selbst die guten Parfüms sind nur allzu gewöhnliche Düfte für junge Leute mit kleinem Geldbeutel. Pah, egal. Einige meiner Mädchen werden Sie schon gebrauchen können. Moment. Eines der Parfüms heißt Valeriana. Davon habe ich noch nie gehört. Technisch gesehen handelt es sich dabei auch nicht um ein Parfüm. Außer Sie möchten damit für Katzen unwiderstehlich sein. Ein gebräuchlicherer Name ist Baldrian. Riecht merkwürdig. Ich mag den Geruch nicht besonders. Hier, nehmen Sie das Fläschchen. Und ich habe eine Information für Sie. Squeeby sitzt ganz sicher in der örtlichen Polizeistation ein, wie es scheint, aus freien Stücken. Kennen Sie jemanden namens Danny? Danny? Big Danny Doppelkinn?
Die Frau, die Katzen so verabscheut? Na. Ja, das ist sie. Sie finden an solchen Frauen Gefallen? Dann können Sie Ihren Rüssel ja gleich in einen Schweinetrog stecken. Sie ist gefährlich, ein richtiger Drache. Seien Sie also vorsichtig. Und Ihr Erscheinungsbild erst. Sie behauptet, dass sie eine Schwäche für Parfüms hat. Die ganze Kiste würde sie brauchen, um nicht mehr zu stinken. Ich glaube nicht, dass es schwer sein sollte, Danny dazu zu bringen, mir zu helfen. Vielleicht war ich dein kleines Geschenk. Auf zur Polizeistation. Die Katze wurde jetzt Angst. Baldrian. Haha. Na klar. Gib mir Baldrian. Dann jagen sie die Katzen. Das ist eine gute Idee. Holmes. Gefällt mir. Erinnern Sie sich an mich? Wären Sie so nett und würden mir sagen, wie viele Polizisten in der Polizeistation sind? Ich gebe Ihnen dafür dieses Parfüm. Das soll Parfüm sein? Du machst wohl Witze. Ich will ein hübsches Fläschchen, wo man draufdrücken kann, damit ich meinen ganzen Körper einsprühen kann. Klar? Ja, warte. Hier. Erinnern Sie sich an... In der Polizeistation geht es eher ruhig zu. Vorhin war viel los, aber jetzt ist nur ein Polizist dort, mein Süßer. So, jetzt sprüht sich Danny mit Baldrian ein. Ein Geruch, der für Katzen unwiderstehlich ist. Ich muss für ein Ablenkungsmanöver auf der Straße sorgen, damit der Polizist die Station verlässt. Aber dafür brauche ich Katzen. Viele Katzen. Ja. Auf zur Tierhandlung. Da ist eine Kette, ich muss in die Tierhandlung. Hey, das ist ja der Herr Detektiv. Das ist... Psst, ich führe verdeckte Ermittlungen durch. Lass nicht meine Tarnung auffliegen. Ei, ei, Captain. Wir halten den Mund. Was macht ihr denn zu dieser späten Stunde noch hier in der Gegend? Müsstet ihr nicht längst zu Hause sein? Wir sind hier, weil wir Pounds helfen wollen. Wegen seinen Kätzchen, wissen Sie? Unter ihm wohnt eine gemeine alte Frau, Big Danny. Sie hat damit gedroht, sein Kätzchen zu töten. Wenn sie eine Katze nur sieht, muss sie schon husten und sich übergeben. Sie ist allergisch oder so ähnlich. Allergisch? Ja, genau. Sie hat gestern einen Pflasterstein nach Pounds und sein Kätzchen geworfen. Und das arme Ding ist weggelaufen. Seitdem hat es niemand mehr gesehen. Wir haben es gesucht, aber nicht gefunden. Ist das hier das Kätzchen von Pounds? Bert, das ist mein Bertie! Vorsicht, Bertie ist verletzt. Bringen wir ihn zur Tierhandlung. Dort kann man sich vielleicht um ihn kümmern. Gehen wir zur Tierhandlung, Kinder. Wenn ihr alle mit reinkommt, verschrecken wir die Tiere. Pounds, komm mit. Alle anderen warten draußen. Was kann ich für Sie tun? Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Schutzmaske zurückzugeben. Ah, danke. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, falls Sie noch etwas brauchen. Darf ich vorstellen? Der junge Pounds und sein Kätzchen Bert. Der arme Bert ist verletzt. Big Danny hat einen Pflasterstein nach ihm geworfen. Big Danny? Danny Doppelkinn? Der Schrecken der Highlands? Genau die, Mister. Sie kennen diese Lady? Lady ist wohl nicht der passende Ausdruck. Furie trifft es eher. Sie ist eine Prostituierte. Vorher hat sie in einem Zirkus gearbeitet und ist dort für einen Penny pro Runde gegen Männer in den Ring gestiegen. Man sagt, sie habe keinen einzigen Kampf verloren. Können Sie dem armen Bert helfen? Das kann ich nicht sagen. Er ist in einem sehr schlechten Zustand. Irgendwo müsste ich ein Buch über Katzen haben. Können Sie danach suchen, während ich mir die Wunde ansehe? Ja. Valeriana oder Baldrian? Der Baldrian nimmt eine unwichtige Anziehungskraft auf Katzen aus. Seine Wirkung auf Katzeneinnahmen ist mit der euphorisierenden Wirkung von Alkohol auf Menschen vergleichbar. Also bekannt, dass nur kleine Baldrian-Mengen ausreichen, um selbst die scheuesten Katzen anzulocken. Das müsste das Katzengras. Buch über Katzen sein, das Abraham braucht. Was kann ich für Sie tun?
Hier haben Sie das Buch über Katzen. Danke, mein Freund. Ich werde sehen, was ich für dieses Kätzchen tun kann. Und? Wie geht es, Bert? Er wird wieder gesund. Aber er muss erst wieder zu Kräften kommen. Und ich habe kein Futter für ihn hier. Darum werden Sie sich kümmern müssen. Und wo bekomme ich Katzenfutter? Sie müssen Hardyman finden. Er verkauft Fleisch für Katzen. Um diese Zeit kommt er immer am Ende der Straße vorbei. Vielleicht haben Sie Glück. Man hört ihn schon von Weitem kommen. Er ruft immer Piep, Piep. Vielen Dank für alles, Mr. Solomonowitsch. Pounce, was denkst du? Sollen wir schauen, ob der Katzenfutterverkäufer da ist? Der arme Bert muss gefüttert werden. Und ich hätte eine kleine Aufgabe für dich und deine Freunde. Okay. Piep, piep. Piep, piep. Guten Abend, Sir. Wie geht's? Etwas Kebab für die Katze gefällig? Diese Bengel sind doch nicht etwa alle ihre, oder? Verzeihung? Oh, nein, keiner von ihnen. Ach, Kinder. Sie sind unser ganzer Stolz. Und dennoch... Mögen Katzen wirklich Kebab? Sie lieben Kebab. Wie viel möchten Sie? Ich nehme alles. Verzeihung, Sir. Wie viel wollen Sie für die ganze Ladung? Für 2 Pfund gehört das alles Ihnen, mein Herr. Einverstanden. Hört zu, meine kleinen Soldaten. Ihr müsst alle Katzen von Whitechapel finden und sie zur Polizeistation locken. Ihr werdet dafür mit köstlichem Kebab ausgerüstet. Und jetzt los, beeilt euch. Jetzt geht's los. Wenn alles so abläuft, wie ich es mir vorgestellt habe, werden die Katzen auf Dannys Parfüm reagieren und sich auf sie stürzen. Das wird für genug Aufregung sorgen, um den Polizisten dazu zu bringen, die Polizeistation zu verlassen. Und jetzt, Kinder, lasst die Katzen los. Also, jetzt geht's ab. Was ist das hier für ein Aufruhr? Beruhigen Sie sich, gehen Sie weiter und schaffen Sie diese Katzen weg. Gut. Jetzt wird es Zeit, Squibby einen Besuch abzustatten. Ich sollte Blutos Schatz in der Polizei. Ich sollte Blutos Schatz. Auch von der Stadt, aber mehr reinzugehen als Holmes. Diese Tür führt wahrscheinlich zu den Zellen. Diese Tür führt wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Was soll ich tun? Diese Tür führt wahrscheinlich zu...
reingedrückt lassen, dann... Warum soll man so komisch rumwirbeln? Hä? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich hab's einfach gemacht. Und wer sind Sie? Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über Tumblety reden will. Sie wollen mich umbringen, nicht wahr? Natürlich nicht. Jemand, den Sie kennen, hat mich geschickt. Er meinte, Sie hätten brisante Informationen über diesen Amerikaner. Als Gegenleistung sei die Kajak-Sache für ihn erledigt. Sie sind nicht von der Straße. Sie sind ein Bulle, der mich in das Licht führen will. Ganz und gar nicht. Also, reden Sie mit mir? Keine Chance. Von mir erfahren Sie gar nichts und auf Blutung muss ich auch nicht hören. Ich stecke bis über beide Ohren in Schwierigkeiten und die Bullen werden mich nicht für den Rest meines Lebens hier behalten. Sie wollen damit sagen, dass Sie freiwillig hier sind? Verdammt richtig. Draußen erwartet mich der Tod. Die Leute hätten mich fast gelyncht, weil man mir den Mord an diesen armen Frauen anhängt. Die wurden abgeschlachtet wie Tiere. Die Polizei hat mich zu meiner eigenen Sicherheit hier eingesperrt. Das war, nachdem ich mit diesem Journalisten aneinander geraten bin. Journalist? Er hat meine Fäuste zu spüren bekommen, weil er mir ein paar blöd gekommen ist. Er hat mir dann damit gedroht, dass ich eines Tages dafür büßen werde. Und dieser Tag ist gekommen. Er hat gesagt, er würde ein Telegramm an die Presse aufgeben und mich darin anschwärzen. Mit meiner Beschreibung, meinen Tätowierungen und so weiter, wurde ich zur gleichen Zeit festgenommen, wie die Polizei verkündet hat, dass der Whitechapel-Mörder gefasst wurde. Während er auf den richtigen Moment wartet, um sein Telegramm aufzugeben, verbreitet er schon das Gerücht und die Straßen sind für mich nicht mehr sicher. Ich verstehe. Hören Sie, wenn ich diesen Journalisten finde und dazu bringe, mir zu versichern, dass er kein Wort über Sie schreiben wird, werden Sie mir dann alles verraten, was Sie über Tumblety wissen? Außerdem werde ich Ihnen Geld geben, damit Sie aus London verschwinden können. Sie wissen, wie man mit Leuten von der Straße Geschäfte macht. Einverstanden. Wie heißt dieser Journalist? Bulling. Tom Bulling. Tom Bulling? Der Name sagt mir etwas. Ist das nicht zufällig der Journalist, den Watson im Wespennest getroffen hat? Was? Ach, nichts. Ich habe nur laut gedacht. Gut, ich gehe, Squibby. Da haben Sie recht. Jo, ist nicht gesund hier drin. Hey, aber was haben Sie hier zu suchen? Scheren Sie sich fort und zwar schnell, bevor ich Sie festnehme. Auf ins Wespennest. Auf ins Wespennest. Nein, wenn Blut um mich ist, ich muss in die Baker Street und mich umziehen. Also. Guten Abend. Ihnen winkt ein stattliches Trinkgeld, wenn Sie mir sagen können, ob Sie hier vor kurzem einen Journalisten gesehen haben. Ja, Sir. Dieser Mann ist eine verdammte Nervensäge und obendrein ein Flegel. Er hat mich aufs Übelste beschimpft, weil ich angeblich sein Buch bekleckert hätte. Dabei war er es selbst. Er hat so gezittert, dass er ziemlich viel Bier drüber geschüttet hat. Er hat ein Buch gelesen? Pah, kein richtiges Buch. Eher einen Groschenroman. Er hat es liegen lassen und ich habe es zum Verfeuern in den Müll geworfen. Da müsste es immer noch sein, wenn es nicht schon im Ofen gelandet ist. Auf Wiedersehen, Miss. Immer zu Diensten, mein Herr. The Boys. Ah, Spingle Jack. Schenk von London. Guck mal, das ist die Anspielung. Jetzt erhältlich. Preis ein Penny. Nummer 1 und 2. 24 Seiten. Großartig illustriert in aufwendig gestaltetem Umschlag. Das Geheimnis um jedes bemerkenswerte Wesen wurde speziell exklusiv für diese Ausgabe von einem unserer beißfesten Autoren aufgearbeitet. Unsere Leser werden zweifellos erkennen, dass eine gewöhnliche und aufsehenerregende Geschichte mit diesem Mordwerk geschaffen hat. Seite für Seite von Nevin Kitzel und sorgfältig recherchierte Details. Spring-Heeled Jack. Eine fiktive Figur, die Angst und Schrecken unter den Bewohnern Londons verbreitet. Die Lektüre dieses Journalisten ist alles andere als erheiternd. Papier und Tintenflecken. Das muss der Tisch sein, an dem Bulling seine Artikel schreibt. Guten Abend. Ein Bier für mich und eins für Sie. Ich suche nach einem Journalisten, einem Stammgast von Ihnen. Bulling ist sein Name. Na, klingelt's?
Habe ihn schon seit ein oder zwei Tagen nicht mehr gesehen. Schläft bestimmt irgendwo seinen Rausch aus. Vielleicht ist er ja auch untergetaucht, weil er nie seine Schulden bezahlt. Für welches Blatt schreibt er? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er direkt bei einer Zeitung arbeitet. Sonst würde er nicht die ganze Zeit im Pub herumhängen und sinnlos seine Blätter vollschmieren. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist er den ganzen Tag an diesem Tisch gesessen. Er hat von morgens bis abends getrunken und herumgekritzelt. Am Ende hat er noch gefeiert und ohne die Hilfe eines reichen Typen würde er mir jetzt eine Guinea schulden. Danke, mein Freund. Keine Ursache. Ich muss zurück in die Baker Street. Tom Bulling ist nicht hier, aber meine kleinen Informanten aus der Baker Street könnten ihn bestimmt aufspüren. Und vielleicht weiß Watson morgen früh etwas Neues zu berichten. Gut, Leute, aber vorher mache ich den Cut, weiß ich auch nochmal. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.